glaube, das ist er. Moin Leute, Trekkertour Tag 3 ist angebrochen und auch heute wieder mit dabei die Frieda. Kann ein Tag besser starten? Ich weiß es nicht. Wenn ihr genauso Lust auf den vollen Tag wie ich habt, lasst mir immer gerne einen Daumen nach oben da. Hier, Frieda, du lässt auch einen Daumen nach oben da, ne? Ja. Ich freue mich schon auf heute, denn heute haben wir eine ganze Menge vor. Wir fahren heute noch zu Lemken, später fahren wir so noch zu Michel, dann machen wir, glaube ich, ein bisschen Quatsch. Heute, am Morgen, müssen wir allerdings erstmal ein bisschen was Sinnvolles machen. Gestern, Lars, haben wir schon alles vorbereitet. Genau, ne? Und ja. Heute muss das Hühnermobil umgestellt werden. Genau, wir haben die Dolly ja schon dran gemacht, weil es ein Auflieger ist. Und alle zwei Wochen müssen unsere Hühner umziehen, dass sie wieder so saftiges, frisches Grün haben. Genau, das machen wir heute mit deinem Xerion, dass er halt auch mal im Einsatz kommt. Das heißt, heute ist wirklich Komfortfahrt angesagt. Aber ich glaube, das kriegen wir hin mit dem Xerion. Ich würde sagen, wir starten direkt los, machen den Motor an und dann müssen die Hühner auch schnell rüber. Wir haben es zwar früher morgen, aber die müssen auch immer so vor 10 genau, Uhr. Genau, vor 10 Uhr, ne? Muss das passiert sein, dass die Hühner halt auch wieder rauskommen und ihren Tagesablauf haben. Dann machen wir das so. Oder irgendwelche Einwände? Nee. Kein Meckern. Da ist noch eine Makita drauf, ne? Ja, den brauchen wir gleich. Achso, soll ich hier drauf lassen? Ja, den brauchen wir für den Umsetzen. So, wieder. Dann geht's los, Frieda. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht die Hühner umfahren, wa? Sehr eng hier, die einen Fall, aber es passt wohl. Oh, hier ist auch eine Stromleitung. Passt wohl, ne? Perfekt, haben wir es gemeistert hier. Ich weiß nicht, was das für eine Leitung war. Ich glaube, Strom war es nicht, aber irgendwas mit Telefon oder sowas. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen, Leute? Das Rangieren, das ist ja wirklich kompliziert, ne? Deswegen machen wir einmal kurz den, machen den hier. Jetzt passt mal auf. Wir haben zwar heute absolut keine Zeit, aber das muss jetzt. So, passt das so? Ja, weiter. Okay. Sorry, liebe Hühner, ich glaube, ich war ein bisschen rabiat jetzt gerade. Aber anders ging das nicht. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Gut, perfekt. Was machen wir jetzt? So, Ansgar, jetzt brauchen wir den Schlagschrauber, den du mit auf deiner Kabine hast. Ja. Dass wir jetzt den Stall umstellen können. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier wieder runterkomme von der Herzenkiste. Ich muss einmal auf die andere Seite. Du siehst, ein Huhn hat leider die Abendruhe verschlafen. Das muss jetzt selber mit umziehen. Wir müssen jetzt die Luftschläuche dran machen. Ja. Das heißt, die beiden Schläuche. Dass der Anhänger auch gebremst wird und auch die Liftachse funktioniert. So, Nummer 1. Nummer 2. Wir machen uns das ein bisschen einfacher. Wir machen erst die Dolly-Achse runter. Die hat eine Luftfederung. Dass wir hinten entlastet haben, dann haben wir es einfacher mit den Stützen. Jetzt müssen wir alle Stützen hochmachen. So, mal eben so ein Hühnerhotel umstellen ist auch nicht. Merkst du, das ist wirklich ein halber Akt. Genau, da ist keine, dann wieder die nächste. Genau. Ist das richtig? Ja, lösen. Genau, stopp. Ah, nicht ganz lösen. Sonst fallen die Schrauben raus. Die Mutter brauchen wir nochmal. Also nur leicht lösen, dass wir den hochschieben können. Ach so, okay. Man hat überhaupt kein Gefühl, wie weit man jetzt hier mit dem Ding schon ist. Ja, einmal hier nochmal, die lösen, die obere. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ja. Gott. Genau, dann machen wir die einmal lose. Und dann müssen wir eine wieder anziehen, dass die Stütze oben bleibt. Machen wir mal. Ja, noch weiter. Also, die muss schon stramm sein. Gott. Ja, die auch wieder festziehen. Jetzt geben wir einmal das Hühnermobil hoch. Ja. Wir müssen erst die Futterschnecke zumachen, das heißt, dass das Futter nicht nachläuft. Wir müssen die hier einmal voneinander trennen. Das heißt, hier ist einfach ein Schieber. Den machen wir einmal zu, dass kein Futter nachläuft. Dann stellen wir einmal die Fütterung an, dass die Schnecke leer wird.
Der Felix hat schon Wasser in der Zeit abgemacht und Strom. Mhm. Aber Strom ist schlecht, weil jetzt geht die Fütterung nicht mehr. Gehen wir einmal an den Computer, du hörst schon die Schnecke. So, das ist alles aus. Dann müssen wir einmal die Alarme ausmachen, sonst ruft der Hühnerstall mich die ganze Zeit an. So. Soll ich in der Zeit schon mal auf der anderen Seite? Dann kannst du die anderen stützen schon mal, genau. Die Schnecke ist jetzt leer, wie man hört. Jetzt können wir die Fütterung wieder ausstellen. Auf unseren Hof. So. So, jetzt haben wir die Stützen hoch. Jetzt müssen wir die Hauptstützfüße noch hoch machen und die Auflaufklappen für die Hühner. Da müssen wir einmal wieder rum. Was auch immer das heißt, keine Ahnung. So, dann setz dich auf dein Fahrzeug, dreh die Kabine. Ja. Dann musst du so ein bisschen links fahren, dass wir wieder außerhalb des Bereiches waren, wo sie schon waren. An dieser Kante rüber sozusagen. Genau. Aber zeig's mir sowieso von außen. Genau, dann ich einmal stell die Kabine an. Und dann machen wir, fahren genau, wir los. So machen wir das. Und möglichst langsam nehme ich mal an. Ne? Da genau. Sind ja wertvolle Hühner drin. Ne? Du die hast ja 1000 Mitfahrer dabei. Ne? Fahr ich los, ne? Man merkt ein bisschen, dass man hinten schon einiges dran hat, aber nicht so richtig. So komfortabel wie möglich gebremst. So, so kann man stehen bleiben. Steht gut so. Ja, perfekt. So, jetzt geht es genau wieder andersrum. Wir müssen jetzt die Bohlen noch holen, dass er nicht im Boden sofort versackt. Mhm. Das mache ich, glaube ich, mal besser mit Handschuhen. Männer, Männer, da sind sie. Glass Collection ist meine Rettung. So. Jetzt hast du schon fast alles fertig gemacht. Ja, Ansgar, wenn du deine Arbeitshandschuhe vergisst. Ja, das ist eigentlich Anfängerfehler, ne? Aber ich bin ja auch ein Anfänger. So, als erstes machen wir jetzt das Stromkabel wieder dran, dass die Hühner wieder ihre Lüftung haben. Mhm. Kannst du das Kabel einmal hinten ranziehen, wo die Steuerung ist? Ja. Hier unten drunter, genau. So. Gut, ja, dann gehen wir erst wieder im Stall und aktivieren wieder alles. Und schon ruft der Stall uns wieder an, wenn er was hat. Jetzt müssen wir den Zaun noch umsetzen, Stützen runter machen, Futter wieder dran und dann können die Hühner wieder raus. Du kannst den Schlagschrauber wieder nehmen und wieder alle Stützen runterlassen. Bei Lars geht immer das Telefon, das habe ich vor 2 Wochen schon festgestellt, habe ich Lars schon mal ein bisschen getroffen. Und ja. Zusätzlich zu dem Telefon kommen dann immer noch irgendwelche Leute, wie heute Morgen auf dem ja, Hof. Ja, ne? Das ist hier leider fast Standard, hätte ich gesagt, dass hier irgendwas Aufregendes passiert. Aber heute Morgen war es halt nicht so toll, ne? Wenn ein Reh jetzt gefunden wird, sobald ein Reh jetzt... Da muss man vielleicht erklären, da kam einfach irgendein Typ im Auto vorbei und hatte dann ein Rehkitz unterm Arm. Genau. Und hat dann sagte sich, bring ihn mal zum Hof Sanders, besser ist es. Genau, ja, so ist das leider öfter, was hier so passiert, aber... Was werden sonst noch so für Gaben gebracht? Ach, Unfälle, die wir hier auf dem Hof haben, sonst wird irgendwas gesucht. Dann rufen mich Leute an, wenn hier ein normales Reh rumläuft, das wäre unseres. Dann läuft ein Hahn irgendwo in der Nachbarschaft rum, obwohl wir keinen Hahn haben. Also wir haben immer irgendwas, was hier passiert.
Aber beim Rehkitz ist es halt nicht so spaßig in dem Sinne, ne? Genau, da hast du gesagt, wenn das irgendwie mit, also wenn das mit einem Menschen in Kontakt kommt, dann nimmt die Mutter das nicht mehr an. Genau, es hat ja dann den Menschengeruch an sich und es wird dann von der Mutter nicht mehr angenommen. Das heißt, es muss mit der Flasche aufgezogen werden, was wir jetzt hier, wir könnten, ja, aber wir kriegen es hier nicht hin, definitiv nicht. Das geht jetzt auf eine Wildauffangstation. Es ist gleich schon unterwegs, dass es halt ziemlich schnell geht, dass es halt von Flasche aufgezogen wird. Aber leider wird es in den seltensten Fällen wird's dann groß. Ne? Also wir haben es selber schon mal versucht, da ist es schief gegangen. Deswegen würde ich es jetzt auch nicht wieder machen, sondern wir bringen es direkt weg. Genau, ihr habt heute Jäger angerufen oder was? Genau, und der hat das dann alles organisiert. Jäger, der jenen gehört, ne? Den habe ich gerade angerufen. Er sagte ja, Auffangstation. Ne? Nie ein Rehkitz, was an der Straße liegt, einfach aufheben. Deswegen hast du das bestimmt schon mal gesehen. Du hast ja auch schon mal Gras gemäht. Wenn ein Rehkitz im Gras ist, fassen die das immer mit Handschuhen an und mit Gras. So habe ich es auch gelernt. Ich wusste aber nicht, was es damit auf sich hat. Also so hätte ich es jetzt auch gemacht, dass man immer ein bisschen was, also am besten genau mit Handschuhen und so, dass man immer was drunter hat eben. Ne? Aber ich wusste nicht, warum das so gemacht wird. Auch ich habe noch was gelernt. Ich glaube, der Mann meinte das auch gut, aber der wusste es halt nicht. Und dann, jetzt wisst ihr es zumindest. Ihr wusstet es vermutlich genau. Schon. Du hast ja gesehen, wo wir was gesagt haben, wollte er auch ganz schnell weg. Er hat sich auch, wie gesagt, er wollte, glaube ich, was Gutes tun, aber ich glaube, er hat sich dann ein bisschen schuldig gefühlt, weil er es halt wirklich nicht wusste. Naja, so ist es. So, wir haben eine fleißige Biene, die dritte, der Felix, der hat ja auch schon ein bisschen was gemacht. Das heißt, Wasser ist dran. Jetzt haben wir noch die beiden Hauptstützen, die wir runterkurbeln müssen. Gehst du einmal die Rampe runter machen noch und dann kannst du die Stütze kurbeln. Welche Rampe? Hier die? Genau, die noch runter, dass du auch kurbeln kannst. Genau, dann kurbel ich hinten und du vorne. Und dann können wir deinen Trecker wieder abkuppeln. So, dann können wir jetzt deinen Trecker wieder lösen. Wir können einmal den Königszapfen lösen. Das heißt, die Sattelplatte losmachen. Und du musst den linken Hebel runterdrücken. Ja, mit. Und mit der anderen Hand hier reingreifen. So, oder? Genau, den runter. Und jetzt ein bisschen mit der rechten Hand ein bisschen nach rechts drücken. Den Hebel. Ach so. Also quasi den nach so. Jetzt und ja. Zu dir ziehen jetzt. Feste zu dir ziehen. Ah. Genau. So? Dieser, genau, jetzt musst du ihn da, siehst du diese Nase? Ja. Die musst du da reinhaken. Genau, jetzt okay. Ist er schon jetzt entwiegelt. Jetzt verstehe ich die Funktion, okay. Jetzt müssen wir wieder die Luftanschlüsse abmachen und die Luftfederung noch runterfahren. Okay. So, dann haben wir hier ja die Luftfederung, die Steuerung. Die drückst du runter, nach unten und dann nach rechts, also nach links drehen. So? Genau, jetzt müsst ihr gleich ein Zischen hören. Jetzt fährt die Liftachse wieder runter. Ja. Bis er halbwegs entlastet ist. Du siehst ja, dass der Stall der senkt sich ein bisschen. So, jetzt ist in Ordnung, kannst du so lassen. Und jetzt kannst du langsam vorfahren, gefühlvoll. Jetzt müssen wir den Zaun noch zumachen und die Fütterung wieder dran. Dann können die Hühner wieder raus. Machst du mit eben das Futtersilo? Dann mache ich den Zaun. Felix hat hier gerade das Futtersilo angeschlossen, ne? Das ist genau. Richtig. Ne? Also es wurde gerade hier abgehängt und dann noch hier verbunden. Und jetzt werden die Hühner wieder mit Futter versorgt. Genau, jetzt haben sie wieder Wasser, habe ich auch gerade angeschlossen. Futter ist auch wieder da, können wir die Fütterung wieder anstellen. Haben wir eigentlich alles soweit fertig. Und während wir das hier machen, sortiert der oder nimmt der Lars da vorne schon die Eier raus. Hier geht alles zack, 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 keine Zeit verlieren, ne Lars? Ja, es hilft ja nichts, es muss weitergehen. Muss. Der Praktikant ist nicht schnell, dann müssen wir schneller arbeiten. Das Hühnermobil ist abgestellt, was machen wir jetzt noch? Genau, ich sammle jetzt gerade noch die letzten Eier vom Band, dass wir die mitnehmen können. Jetzt, ihr habt ja gerade Futter angeschlossen. Wir müssten jetzt hier die Fütterung wieder aktivieren und die Klappen öffnen, dass die Hühner rauskommen. Das könntest du noch eben machen. Ja. Jetzt müssen wir einmal noch die Steuerung aktivieren. Das heißt, wir haben einmal das Austreibsystem, das waren gestern die Nester, wo wir drüber gesprochen haben, dass sie hochfahren. Und jetzt müssen wir die Auslaufklappen wieder öffnen. Das heißt, wir müssen den Schalter auf 1 drehen. Wir müssen einmal nach ganz links drehen. Genau. Und dann
fahren jetzt langsam die Türen hoch. Das geht ganz langsam. Dass halt die sich auch langsam dran gewöhnen. Genau, langsam dran gewöhnen. Jetzt hörst du, jetzt holt er sich wieder Futter aus dem Stall. Aus dem Silo. Genau, aus dem Silo im Stall, dass sie wieder voll haben. Ich sag mal, wir waren jetzt nicht lange unterwegs. Die haben noch Futter, ja. Aber das halt für die nächste Fütterung, dass wieder genug da ist. Jetzt müssen wir noch einmal gucken, ob die Hühner wieder Wasser haben. Wir haben sie abgeschaltet. Das heißt, wir gucken einmal an den Tränken, ob Wasser läuft. Und wie du siehst, alles wieder richtig Wasser. Gemacht. Genau, das ist das Wichtigste. Also das besonders bei dem warmen Wetter, dass sofort wieder das Wasser da ist. Ne? Und die das gehen dann mit ihrem Schnabel dran und holen sich das dann selber. Genau, auf. Das holen die sich dann selber. Ne? Die Klappen sind noch nicht auf und sie drängeln sich schon wieder raus. Ne? Lass uns das mal von außen angucken, wie das aussieht, wenn die so alle rausstürmen. Guten Morgen. Aber man sieht, alle deine Passagiere haben gut überlebt. Ja, keine Beschwerden. Fahrscheinkontrolle. Okay, jetzt müssten die Eier noch sortiert werden. Genau, die Eier werden noch sortiert. Dann ist es im Prinzip getan, dann ist der Umzug getan. Dann ist der Umzug getan, genau, in dem Sinne. Gut, dann würde ich sagen, fahre ich jetzt den Xerion hier wieder raus. Genau, wir machen die Achse ab. Raus. Genau, dann sehen wir uns vorne am Hof nochmal. Genau. So, das. So. Das Mobil steht. Die Hühner sind auf frischem Gras. Ich glaube, denen geht es jetzt wieder besser. Die Eier gehen jetzt noch in die Sortierung, wo unsere Mitarbeiter das sortieren. Und dass die Eier halt morgen wieder frisch im Laden sind. Vielen, vielen Dank, Lars, dass du mir alles gezeigt hast. Anderthalb Tage durfte ich hier so ein bisschen reinschnuppern. Du hast dir sehr viel Zeit genommen, um mir alles zu erklären. Ich fand es sehr interessant, wenn ihr hier so aus der Region Castrop-Rauxel kommt. Kommt gern vorbei bei Lars und seiner Crew hier. Ich mache mich dann wieder auf den Weg, genau. Setze mich wieder auf den Bock und dann geht's ab zu Lemken. Gute Lars, Fahrt. Mach's viel gut. Spaß. Vielen, vielen Dank. Und viel wir sehen Glück uns noch bei dem Rest der Fahrt. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ich hatte gerade den Schock meines Lebens. Ich dachte, ich bin hier auf einer Autobahn gelandet. Das wäre eine mittlere Katastrophe mit dem Teil. Machen wir wieder Tempomat rein. Junge, 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 Junge. Aber es ist keine Autobahn, oder? Ist das hier eine Autobahn? Auf jeden Fall. Eine Kraftfahrstraße war ja angezeigt. Ist das eine Kraftfahrstraße? Auf jeden Fall, ja. Da darf ich nicht drauf sein. Was mache ich jetzt? Fahr dann einfach wieder einen Kilometer noch. Ist eh die nächste Ausfahrt oder so. Ja, okay. Dann bin ich jetzt hier gelandet, fälschlicherweise. Ah, da haben wir das Symbol. Das hat er übersehen. Ja, gut. Ja, das darf man nicht, ne? Das weiß ich auch selber. Aber ich habe das Schild einfach übersehen. Ich weiß nicht, wo ich mit meinen Gedanken war, aber das wurde einmal kurz angezeigt und dann steckst du drin. Also wenn du es dann nicht siehst, ich habe es nicht gesehen, ich habe es einfach übersehen. Wir sind in Gelsenkirchen. Ja, hier bin ich immer mit dem LKW lang gefahren, als ich meinen LKW-Führerschein gemacht habe. Total verrückt, das jetzt hier im Xerion zu machen, aber es muss ja. Da vorne muss ich links. Es ist offensichtlich der Weg, den ich hier heute fahre. Heute, es ist so absurd heute die Fahrt. Ich glaube, das ist heute einer der witzigsten Tage für euch. Für mich ist heute doch ein bisschen anstrengend, aber ist auch ein bisschen witzig, muss ich ja zugeben. Der Rückstau liegt übrigens nicht an mir, sondern an der Ampel. Die mittleren Fahrstreifen benutzen. Oh nee. Wiederholt. Jetzt heißt es wieder 5 Minuten warten, dann kann ich immerhin meine Banane zu Ende essen. Du kannst dir das nicht vorstellen, was hier heute passiert. Du kannst es dir nicht vorstellen. Was ist? Ich weiß nicht genau, was seine Aktion gerade war, aber ich glaube, der Mann ist ein bisschen begeistert vom Xerion. Da
meinem kurzen Ausflug auf die Kraftfahrstraße, war unbeabsichtigt, muss ich dazu sagen, bin ich jetzt hier bei Lemken. Das war eine super spontane, ach, da vorne ist schon der Justus. Das war eine super spontane Sache. Justus, grüß Hallo, dich. Ansgar. Ihr habt nämlich gestern mich erst angerufen und habt gesagt, Ansgar, komm doch bei uns vorbei, denn du fährst im Prinzip vor unserer Haustür mit dem Xerion entlang. Dann kannst du kurz vorbeikommen. Und ihr habt euch eine Challenge für mich und den Xerion überlegt. Genau das ist es. Nämlich, wir haben ja am Montag in dem Agroforum eine Besuchergruppe und es wäre super, wenn du mit dem kleinen Xerion uns einen Flug ins Agroforum setzen könntest, damit wir der Gruppe den Flug zeigen können. Okay, es gibt natürlich passendere Fahrzeuge dafür, aber damit macht es ein bisschen mehr Spaß und es soll wohl noch irgendwas Spektakuläres da gleich kommen, aber das seht ihr dann gleich alles, sehe auch ich gleich alles. Was müssen wir jetzt machen? Wie müssen wir vorgehen? Wir fahren jetzt gleich aufs Werksgelände, dann hängen wir den Flug an. Und dann kommt schon die kleine Überraschung und deine Herausforderung, in die Halle zu fahren. Das kann ja was geben. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt zusammen ein. Ne? Fährst du oder fahr ich? Ne, fahr du ruhig. Okay. Ich weiß ja nie, wie das so ist mit dem Werksgelände und so, ne? Aber dann fahren wir mal rein. Oh, endlich wieder Xerion. Ah, da geht's auch schon auf, ja, das Tor. Guck mal. Perfekt. Ja, ne? Ist das euer größter Flug hier? Genau, das ist die Juwelbaureihe und das ist auch der größte, das ist der Juwel 10. Ja, kann schon gut. Passt, 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 passt. Ja, ja, passt. Ja, super, Ansgar. Ich hoffe, es hat dir hier gefallen. Ich baue dir noch eben das Gerät ab und dann kannst du direkt weiterdüsen. So machen wir es, Justus. Ich danke dir. War auf jeden Fall mal eine Erfahrung. Du hast gerade gesagt, das ist euer größter Flug, den wir jetzt hier dran haben, ne? Genau, das ist die größte Baureihe von dem Anbauflug. Das ist der Juwel 10 mit den 6 Scharen. Und genau, den wollten wir dir einmal zeigen. Das sieht schon außerhalb der Halle noch ordentlich was aus, aber in der Halle sieht es jetzt natürlich noch ein bisschen geiler aus. Vielen Dank, dass ich kurz vorbeikommen durfte. Gerne. Und freut mich natürlich, dass ich mit meinem Xerion ein bisschen helfen konnte hier, auch wenn es nur ein paar Meter waren. Ja, Justus, dann bauen wir das gerne schnell ab, das würde mich freuen, dann flitze ich direkt wieder los. Super, komm gut in Erlangen an. Justus, bis danke dann. Dir. Tschüss. Tschüss. Wir fahren weiter. Ansgar, ich glaube nicht, dass wir den rauskriegen, den Hänger. Was für ein Hänger? Du musst mir mal helfen, ich habe den Hänger festgefahren. Das ist wieder ein klassischer Michel. Komm, dann Abfahrt Attacke. Du weißt den Weg, ne? Ich weiß den Weg. Immer geradeaus. Hindernisse werden nicht akzeptiert. Go for it. Ich glaube, so kräftig wie du hat noch niemand die Tür zugeschlagen. So, dann fahren wir los. Hier musst du rechts rein. Hier? Ja, hab ich ja gesagt. Wundervoll. Bremsen kann ich hier drauf? Da kannst du drauf. Eine Pfingstrose kostet ungefähr 300 Euro. 300 Euro, 600 Euro. Ich bin da noch gar nicht drauf. Achso, das passt doch, oder?
Nee, ich will jetzt hier nicht. Ich will keine 200 Euro bezahlen. 300? Nicht 300. Das passt wohl, das oder? Das passt. Nächster Euro. Was bist du für ein Clown? Super. Da steht schon wer, der steht da unten ist nicht. Der muss da, wir müssen eigentlich jetzt rechts rein. Nee, fahr nochmal zum. Ja, nee, jetzt, nee. Jetzt ist Katastrophe, jetzt also haben wir einen Storno. Wir müssen versuchen, hinten rum, hinter die Treibhäuser zu fahren, damit wir da irgendwie rumkommen. Ist das jetzt ein Witz, den du hier schon eingerichtet hast? Nee, ich wusste nicht, dass die da steht. Da kommst du nicht dran vorbei. Zumindest nicht ohne... Ist ja klar. Ich sehe es. Weißt du was, dann machen wir Folgendes. Drehen wir kurz die Kabine, dann fahren wir rückwärts. Das ist wohl eine Option, ne? Also wirklich? Du hast wirklich Höhenangst, ja, was? Ja, natürlich, ey. Oh, du siehst ja vorne jetzt gar keinen Boden mehr. Das ist die gerechte Strafe für die Aktion, die du gerade gemacht hast. Geht doch ganz gut, ne? Geht ganz gut, ja. Fährt sich ja fast wie ein Auto, ne? Ja, das könnte klappen, da könntest du rumkommen da hinten. Ja. Ja, du hast Platz da hinten, ja. Passt. Michael und ich sind gerade mal schnell ausgestiegen. Ich muss mir mal schnell noch ein Jäckchen hier holen, weil es jetzt doch ein bisschen frischer geworden ist und vor allen Dingen windiger. Und eigentlich wollten wir jetzt gleich zu der speziellen Mission. Michael hat sich nämlich ein bisschen Blödsinn ausgedacht. Das machen wir gleich. Aber mir hat jemand über Instagram geschrieben, dass er mit dem 611, also mit dem Schlepper vorbeikommen will. Und ich glaube, das ist er. Das ist er. Da müssen wir jetzt mal hingehen. Kommt hier gerade lang gefahren, die ganze. Haben wir mal schnell die Kamera angemacht. Komm mit, Alex. Komm mit. Das finde ich ja irgendwie cool. Wie sich das ist einfach so ein Selbstläufer geworden. Da steht er. Gehen wir mal kurz rüber. Moin! Du hattest mir über Instagram geschrieben, dass du mit einem 611 vorbeikommen willst. Ne? Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht genau, was das eigentlich ist. Also ich dachte mir schon, dass es ein Schlepper ist. Aber wie urig das ist, das wusste ich nicht. Ja. Das ist er. Ja, komm mal raus! Ja, mach mal aus. Das finde ich wohl cool, oder? Hast einfach spontan gesagt, ach, der Ansgar ist hier in Korschenbruch, da kommst du mal vorbei. Da komme ich mal genau vorbei. Genau, meine Eltern bzw. Großeltern haben einen Betrieb hier, oder hatten, der geht jetzt mehr und mehr zugrunde. Und wir haben den 611 und einen GT, Fendt GT 350. Richtig selten, ne? Ja. So ein GT, das ist richtig beliebt. Gibt es heute nicht mehr. Und noch mit Frontlader, also noch ordentlich. Es gibt ja auch die kleinen mit Pritsche. Mhm. Und der dachte ich mal, das ist was Uriges. Kann dir gefallen? Das gefällt mir auf jeden Fall. Ich meine, man sieht es natürlich an allen Stellen hier, ne, dass das schon ein bisschen was auf dem Buckel hat. Sorry, ich will nicht stören, aber RTL hat gerade angerufen. Die haben gesagt, wenn wir das jetzt nicht machen mit dem Dreh, dann kommen die und machen das. Also wir sollten jetzt mal irgendwie langsam loslegen. Michael, du und deine komische Anhängermission. Dann müssen wir jetzt also gleich rüber, oder was? Wir müssen dringend den Hänger rausholen. Retten? Ja. Du brauchst gar nicht anhängen mit dem Ding. Michael hat mir gerade Folgendes erzählt. Das muss ich vielleicht noch mal ein bisschen erklären hier. Deswegen haben wir auch gerade schon die Kabine hier gedreht. Also auch, weil wir rückwärts fahren mussten, weil da vorne die Straße versperrt war. Aber weil du die Pfingstrosen ja, das, auf der Ecke du hast mir ein bisschen zu spät Bescheid gegeben, wo wir rein müssen. Okay. Ja, könnte auch da liegen. Ist immer der Schuldige. da haben wir den Schuldigen. Nee, also, Michael hat gesagt, Ansgar, Wir haben ein großes Problem. Ein historischer Anhänger von großem Wert ist in dem Haufen da vergraben. Von meinem Ur-Großvater. Ja. Da haben noch Pferde vorgehangen. Und damals? Ja. Ungeschlagen. Und damals gab es schon solche Anhänger? Nein, den hat man ja natürlich dann irgendwann umgebaut, du Schlauberger. Da hat man dann aus einem Fuhrwagen Traktoranhänger gemacht. Ja, Sie glauben, diese Story ist wahr, können Sie mal in die Kommentare schreiben. Ich habe da durchaus Zweifel dran. Aber gut, den müssen wir jetzt gleich rausbekommen. Dann würde ich sagen, setzt du dich jetzt gleich hinter das Steuer, dann machst du das. Ich gucke mir das Spektakel von außen an. Ja, und ihr müsst ein bisschen gucken, dass alles passt, sage ich mal. Ne? Ja, genau. Ich werde dir von da aus wahrscheinlich nicht gut überblicken. Ja. Michael, ich werde dir sagen, wie gut das passt und so. Und ich mache das Ding dann dran und so. Okay. Kann ich ja mittlerweile aber alles so ein bisschen. Aber einigen wir uns dann darauf, dass der draußen steht und guckt, auch für eventuelle Schäden verantwortlich ist. Weil nee, ich übernehme grundsätzlich keine Haftung. So habe ich es auch schon beim Xeon gemacht. Der okay. Johann guckt mit mir zusammen und du steigst jetzt mal ein, machst den Motor an und dann würde ich sagen, geht okay. Das los. Gut. So. Wenn du irgendwie siehst, dass irgendwas in eine falsche Richtung geht, ruf bitte sofort Klippo. Ja. Ja? Klippo ist das Codewort. Klippo. Klippo.
gucken, ob er das Ding überhaupt gestartet bekommt. Jedenfalls schaust du deinen Trecker an? Nee. Aber Hauptsache die Rundumleuchte leuchtet. So. Mein Vater hat extra gesagt, Jung, pass ob. Brauchen wir noch ein bisschen vor? Ja, sieht er alles, ne? Ja, komm wohl noch, komm wohl noch, komm wohl noch. Wie er da sitzt. So, zieh mal die Deichsel rauf. Ah, da merkt man, dass der Mann nicht aus der Landwirtschaft kommt. Warte mal. Ja, komm, komm, komm. Ja. Ja, ist drin. So. So, Kabine drehen. Keine Ahnung, wie das geht. Ich drehe mal kurz mit dem die Kabine. Okay, du guckst draußen. Wenn dir irgendwas komisch vorkommt, dann rufst du Klippo, ja? Das ist das Klippo. Codewort. Klippo. Klippo, okay. Laut und deutlich. Klippo ist das Codewort. Welchen Wert hat eigentlich dieser Anhänger? Es gibt ein historisches Wertgutachten, was, glaube ich, bei ca. 40.000 Euro liegt. 40.000 Euro? Ja. So, da müssen wir jetzt gucken. Haben wir jetzt eine große Aufgabe. Kommt dieser Anhänger hier wieder raus oder nicht? Also. Klippo ist das Codewort, aber es wird er wohl schaffen. Kommt dann wieder raus? Action, würde ich sagen. Mein Großvater wird stolz auf mich sein. Ach, nee! Klippo! Ah! Das ist mega. Ich merke gar nicht, dass der Hänger hinten angeht. Der Hammer, ey. An das hatte ich mir... Ach du Scheiße! Warum hast du nicht Klippo gerufen? Ich habe so laut, wie ich konnte, Klippo gerufen. Klippo! Der ganze historische Anhänger aus dem Kartoffelkrieg ist jetzt hin. Alter! Das ist wirklich traurig. Ist total schade. Ich glaube, das Ding kannst du wegschmeißen. Das hättest du wissen müssen. Ja, Leute, da seht ihr den Scherbenhaufen hier. Ich dachte ja, also heute Morgen haben wir was Sinnvolles gemacht, heute Mittag haben wir auch noch was Sinnvolles gemacht und ich dachte, bei Michi machen wir auch noch irgendwie ein bisschen was Sinnvolles, aber das hätte mir eigentlich klar sein müssen. Wer bei Michi ist, der macht nur Blödsinn. Naja, jetzt haben wir das. Ich bin mal gespannt. Michi, was machen wir jetzt damit? Keine Ahnung. Wenn euch das Video gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ich in den nächsten Folgen so machen soll. Vielleicht habt ihr bessere Ideen als der Michi. Wobei, ich muss sagen, war schon auch witzig. Aber das soll soweit für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen dann. Tschüss.